Ja, losgegangen ist es gerade mit einem Stück von Makatumbe. Ihr habt es vielleicht erkannt, Klaas am Bass und seine Freunde. Ihr kennt sie unter Umständen von einer One-World-Session, ich glaube vor 1,5 Jahren ungefähr, wo sie als Opener gespielt haben. Und es ist ja schon eine coole instrumentale Besetzung und auch gerade bei dem Musikvideo von einem Live-Konzert in Kroatien bei der Gulasch Disco. Ein für uns vielleicht ungewöhnlicher Name, aber in Kroatien sind das nun mal andere Begriffe für Inhalte, die wir so nicht bezeichnen würden. Ja, das war also Makatumbe, eine, ja, wie soll man sagen, wirklich interkulturelle Band. Die haben ja auch letztes Jahr eine Tournee durch Afrika gemacht, mit Afrikanern zusammengespielt und jetzt eben auch diese Tournee in die osteuropäischen Staaten. Ja, sie haben gerade eine neue CD rausgebracht. Ich bin gespannt, was noch alles von dieser Band zu hören sein wird. Und ich vermute, wir werden sie sicherlich bald wieder mal in Osnabrück als Opener sehen können. Ich würde mich freuen. Ja, danach kam oder kommt jetzt ein Stück von Bantu, Sophie, Joy und Nils. Joy ist ja auch in Osnabrück sehr bekannt mit der Band Harambee, wo Bantu ja auch ein, ja, der zweite Sänger im Grunde ist. Und ja, die beiden sind ja ein super Team in dieser Band und machen tolle Gesangsstücke. Und ja, Sophie hat sich dazugesellt, wie das so in dieser One World Session Group ja oft der Fall ist. Die haben sich vorher, glaube ich, einmal getroffen, das mal zusammen gesungen und dann dieses schöne afrikanische Stück jetzt bei der One World Session dargestellt. Nils, auch ein Mitglied, zeitweise Mitglied der Harambee Group an der Gitarre. Jeff Gehny ganz rechts ist aber, wie soll man sagen, in diesem Stück nicht beteiligt. Ja, Joy kommt aus Kenia und Bantu aus Südafrika. Und ja, damit, da wünsche ich euch viel Spaß beim Anhören.